Liegt bereit, die Spieler stehen bereit, wir sind auch wieder da, sodass wir uns jetzt auf Schalke 04 gegen Werder Bremen freuen. Königsblau von links nach rechts spielt um den ersten Sieg, genau wie Werder Bremen. Die Schalker immerhin mit einem 1:1 gegen den Hamburger Sportverein im ersten Spiel. Danach setzte es ein 2:4 gegen Bayern München. Die Bremer verloren beide Partien mit 1:3 gegen den VfB Stuttgart und mit 3:4 gegen RB Leipzig. Also, wir sind gespannt auf diese Partie. Und wir haben gleich den ersten Treffer für Königsblau. Torschütze Vincent Karus mit der Nummer 3. Keine Chance da für Bremens Keeper Kiel Ärmlich. Also ähnlich wie der Reviernachbar im Spiel davor. Auch die Schalker hier mit dem Blitzstart. Haben sich was vorgenommen in dieser Partie. Bremer, das werden wir sicherlich im Laufe der Partie noch entdecken können. Übrigens auch mit einem Ex-Profi als Trainer. Cedric Macchiadi dürfte noch vielen bekannt sein. Für Wolfsburg, Freiburg und Werder Bremen in der Bundesliga aktiv. Im Sommer 2016 die Karriere in der Türkei beendet. 225 Bundesligaspiele, 17 Tore dabei erzielt. Also wirklich ein bekanntes Gesicht der Bundesliga. Und jetzt eben als U16-Cheftrainer bei Werder Bremen aktiv. Ich werde gleich nochmal in der passenden Einstellung darauf verweisen. Hier ist nichts passiert. Kiel Ärmlich hält diesen Ball fest. Oh, hier Zusammenprall. Pfiff von Schiedsrichter Bastian Wittenbrink. Vom TuS Dieling. Erste Partie für ihn hier heute, an diesem Samstag. Ja, dauerte zu lange, ist das bitter. 4 Sekunden waren abgelaufen, das wäre ein wunderschönes Tor geworden. Durch den Kapitän der Schalker, durch Silas Thier. Fall hohe Zweikampfintensität drin, das spürt man. Schöne Ablage jetzt und dann der Schussversuch geblockt. Schussversuch von Boran Firat Çuskun. Tiefer Ball jetzt. Die große Chance für den Schalker Kapitän. Kommt nicht ganz ran. Silas Thier. Kapitän von Königsblau. Jetzt schon wieder hinten am eigenen Strafraum. Der Ball geht erstmal weit raus. Hauptsache weg. Und erstmal ein bisschen Ruhe vor dem eigenen Tor. Aber der nächste Ball kommt schon wieder. Abraller wieder geklärt. Bremen jetzt gerade mit einer kleinen Druckphase. Schalke kriegt keine Entlastung hin. Schalke kommt wenig Kontrolle gerade in die Partie. Nächster Angriffsversuch von Werder. Klasse Ball, gut getimt, deswegen die Abschlussmöglichkeit für Luca Höcker. Bremen bleibt da am Drücker, aber der Ball davor von Wesley Ade hatte genau die richtige Schärfe, genau die richtige Richtung.
sind oft genau diese Kleinigkeiten, die aus einer Halbchance eine Torchance machen. Das gerade wirklich stark gespielt, das war bitter. Der geht vom eigenen Rücken, glaube ich, Kjell Ärmlich da lang. Und jetzt hat Finn Noack, wir sehen das jetzt nochmal, Spiel über die Bande, Noack, dann kommt er vom Rücken. Nein, Noack drückt rüber mit der Nummer 04 passenderweise zum 2:0 für die Schalker. Trotzdem natürlich unnötige Aktion für den Bremer Keeper. Nächster Abschluss, hier die gute Parade von Ärmlich im Bremer Tor. So, tiefer Ball, schön gespielt. Ben Ekobena-Sega mit dem Treffer hier aus der Mitte heraus, nach rechts gespielt, sofort direkt quergelegt, mitgelaufen, eingelaufen und musste dann nur noch einschieben. Wunderbare Kombination, gut gespielt. So, schöner tiefer Ball, gibt die nächste Möglichkeit für Werder Bremen. Abschluss gerade von Joshua Palin-Peters. Jetzt Ballbesitz für Königsblau. Langer Ball. Da sehen wir übrigens Cedric Macchiardi, zweiter von rechts, da bei den Bremer Trainern. War er eingefangen. Mal darauf achten, immer wenn die Bremer Bank in dieser Totalen zu sehen ist. Zweiter von rechts, Cedric Macchiardi, der ehemalige Bundesliga-Profi für Wolfsburg, Freiburg. Werder Bremen, da haben wir ihn eingefangen, super, danke an die Regie. Wie gesagt, zweiter von rechts, der ehemalige Profi. Und jetzt U16 Chefcoach. Eine schöne Partie, macht Spaß. Viele direkte Torraum-Szenen. Knifflige Szene. Gibt Freistoß, gibt keinen 9 Meter. So, wir sehen es jetzt nochmal. Ja, doch, definitiv. Da kommt der Fußkontakt. Und auch außerhalb richtig entschieden von Bastian Wittenbrink. Kurz überlegt und dann richtig entschieden. So, Freistoß Schalke. Stark gespielt. Und auf der Linie gerettet. Schöne Variante. So, die Schalker wieder mit Blockwechsel. Kommando und Adrian Zollner für Werder Bremen. Alles frei. Frech zum kurzen Pfosten geschossen. So, nächste Abschlussaktion. Oh, schöne Weiterleitung. Knapp. Knapp am Tor vorbei. Joshua Palin-Peters eben mit dem Abschluss. So, Bremen bleibt am Drücker. Bremen will den Ausgleich. Starke Rettungstat. Nick Modon. Im Tor der Schalker. So, Spiel über die Bande. Ja, Kontakt von hinten. Kann man so entscheiden, definitiv. Schön freigespielt. Abschluss mit links. Die obere Etage, Schussversuch von Ben Weber. Dreieinhalb Minuten noch auf der Uhr. Knappe Führung für Königsblau.
Bremer ja auch schon prominente Namen hier auf der Platte gehabt. Dennis Diekmeier, Anton Stach, 2014 ist hier gewesen, jetzt aber Mainz 05, U21-Nationalspieler. 2009 war bereits Oliver Hüsing, der Innenverteidiger von Arminia Bielefeld, hier in Lübeck auf der Platte für die Bremer. Luca Zander war 2011 hier, St. Pauli-Spieler. Und, man mag es kaum glauben, Niklas Füllkrug, Lücke, war hier im Jahr 2009 mit Werder Bremen. Der Stürmer von Werder Bremen und der Nationalmannschaft. So, Lupfer-Versuch hier in den Lauf von Luca Toni Schröer. Keine Aktion. Das ist aber das Zentrum, kein Foul, richtig entschieden. Spiel über die Bande. Funktioniert aber nicht. Und jetzt mit ganz viel Gefühl und ganz überlegt zum 3:1. Jonas Skorecki steht am Langeck, guckt sich die freie Ecke aus und schiebt den Ball sehr platziert rein. 1:40 vor Ende. Stark rübergespielt den Ball. Nochmal der Abschluss aus der Tiefe durch Boran Firat Çuskun. Zeit ist angehalten, 1:22. Bremen braucht zügig den direkten Anschluss. Jetzt die Möglichkeit und der direkte Anschluss ist da. Luca Höcker trifft zum 2:3 für Werder Bremen. Boah, starke Parade hier. Diesmal von Kjell Ole Ermlich im Tor der Bremer. Sie haben jetzt nochmal eingefangen. So, letzte Minute, knappes Ergebnis, was wollen wir mehr? Tolle Partie mit vielen Torraumszenen. Eine Menge Gutes gesehen hier in diesem Spiel. Nochmal Ballbesitz Schalke. Kriegt Bremen dann noch einen auf den Fuß? Kriegen die noch einen für den Anschluss? Stark zurückgelegt, erstmal mit der Hacke. Versuch quer zu spielen, Idee war genau richtig von Vincent Karus. Schalke bleibt dynamisch vorne im Angriff. Wieder Karus. Spiel über die Bande, jetzt der Abschluss knapp und der Versuch von Silas Thier. Sekunden noch. Schalke im Ballbesitz. Machen das gut. Jetzt haben die Bremer ganz gut weggehalten. Jetzt aber der Ballverbot. Kaum sage ich es. Riesenchance zum Ausgleich. Und das war ein Foul. Das dürfte 2 Minuten bedeuten. 11 Sekunden vor dem Ende. Die gibt es auch. Aber es ist ein Freistoß. Es ist kein 9 Meter. Wir schauen drauf. So, hier der Ballverlust. Toller Angriff. Boah. Der mag sogar auf der Linie gewesen sein. Die wird dazugehören. Aber boah, das will ich nicht beurteilen. Und deswegen auch kein Wurf an den Schiri, so schnell das hier geht. So, der Ball ist geblockt. Es sind noch 8 Sekunden auf der Uhr. Es gibt noch die Möglichkeit für Bremen. Nächste Attacke von hinten. Diesmal kein Foul entschieden. Ball läuft für Schalke. Ball pariert. Das war's. Schalke gewinnt mit 3:2. Wir sind gleich wieder da.